E-Mobilität in Cottbus. Unternehmen können eine Förderung für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge bekommen. Dafür muss bis Ende Mai eine Projektskizze eingereicht werden. Förderfähig sind Elektro- und Hybridfahrzeuge, die mindestens 40 Kilometer Reichweite mit dem Elektromotor schaffen oder unter 50 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aufweisen. Durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge sollen Unternehmen einen Beitrag zur Senkung der Luftschadstoffbelastung leisten. Informieren können sich Interessierte bei der IHK Cottbus. Grünes Schmelwitz. Die Stadt beteiligt sich beim Modellprojekt Alternatives Pflegekonzept für Freiflächen in Cottbus im Stadtteil Schmelwitz. Damit ist Cottbus Teil beim Forschungsvorhaben Green Urban Labs des Bundesministeriums des Innern. Bis 2020 soll getestet werden, wie Grünflächen in der Stadt einen höheren Stellenwert bekommen können. Für Schmelwitz soll ein alternatives Pflegekonzept für die vielen Frei- und Grünflächen entwickelt werden. Das Projekt geht 3 Jahre. Tierpark auch nachts hell. Am Pfingstwochenende heißt es wieder nachts im Tierpark. Nach Parkschluss werden die Tore erneut geöffnet. Lichtkünstler Jörn Harnitsch wird auch dieses Mal einzelne Parkabschnitte mit seiner Lichtkunst in Szene setzen. Zudem gibt es Picknick- und Gastronomieangebote. Tickets gibt es zum Cottbus-Service und an der Tierparkkasse. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder 7,50 Euro.